Das ganze Wissen ist erhalten geblieben. Nichts ist verloren. Nichts ist nirgendwohin verschwunden. Einerseits gibt es alle Quellen, die auch so verfasst wurden, und sie sind erhalten geblieben. Und andererseits, wenn ihr lernt, euer Bewusstsein in den feindschaftlichen Körper zu verlagern, dann könnt ihr das Ganze dort erlernen. Es ist doch völlig egal, in welchem Körper man diese Bücher liest. Aber wenn Informationskrieg in dieser Welt herrscht, dann herrscht er auch in der feindschaftlichen, nicht wahr? Dann erlangt Kontrolle über euren Mentalkörper, denn die Akasha-Chronik ist unzerstörbar. Dort könnt ihr jede Datei, jedes Buch, alles nachlesen. Dort könnt ihr nicht nur diese Bücher einmal lesen, sondern auch an den Ereignissen selbst teilnehmen. Ja, aber dafür braucht man ja so ein Entwicklungsstadium. Und wer verbietet es ihnen? Die ganze Desinformation in der Gesellschaft. Das ist auch gut. Was wären wir dann für Götter, wenn man uns mit einem Schlauch mit Babynahrung füttern würde? Was wären wir denn dann für Götter? Aber versucht, das Gleiche in so einer Situation zu erreichen. Die Christen sagen, die Zöllner und die Sünder gehen vor uns in das Paradies. Warum? Weil sie eine viel schwierige Aufgabe haben. Man hat uns solche schweren Umstände geschaffen. Und wir sind alle würdig, wenn wir in solchen Umständen zur Erleuchtung gelangen. Und was wäre, wenn in dieser Welt ein Paradieszustand wäre? Dann wären wir auch solche Götter, wie aus dem Gewächshaus. Aber es ist doch klar, dass wir zurzeit eine Niederlage erleiden. Wer sagt denn sowas? Denn es ist so, nicht alle, die fähig sind, sich zu entwickeln, werden auch zur Erleuchtung gelangen. Das heißt, die Menschen werden sterben und nach dem Tod wird der Astralkörper schwer und fällt in die niederen Welten. Und somit fällt die Entwicklung viel schwieriger, als wenn die Entwicklung in viel einfacheren Umständen stattfinden würde. Alle wären dann gut, hell und würden sich entwickeln. Ja, aber dann würden sie nicht Götter werden. Ich verstehe, aber im Endeffekt bekommt doch unser Ich die Eigenschaften, die es auch wirklich brauchte. Man lobt den Tag nicht vor dem Abend. Sie müssen auf das Ergebnis schauen. Wird sich mein Ich verbessern? Wird es mehr Erfahrung sammeln? Sie haben recht. Allerdings. Aber es hätte auch besser laufen können. Ja, Sie haben recht, da müsste man noch schwierigere Umstände schaffen. Nur dann kann ich besser werden. Ja, aber dann wird man ja zerdrückt. Soll man das versuchen? Das Ich kann man nicht zerstören. Es liegt jenseits von Raum und Zeit. Mich kann man nicht zerstören, genauso wie auch euch. Unser Ich ist außerhalb Raum und Zeit. Und eben das Ich sammelt die Erfahrung. Das unsere Ich ist geistig und nicht materiell. Sie sammelt Erfahrung. Und der Erfahrung wegen sind wir in diese Welt gekommen, in die materielle Welt. Wir sind gekommen, um besser zu werden, um die Eigenschaften zu sammeln, die uns gefehlt haben, um Götter zu werden.